Kennst du das? Du kommst in Starbucks rein und es riecht nach leckerem Kaffeeduft. Oder du weißt, du packst die Dreckwäsche in die Waschmaschine und sie kommt danach wohlduftend wieder raus. Kennst du das? Ja, also Starbucks verwendet Vaporisatoren und viele, viele Supermärkte verwenden Duftstoffe. Doch ist das alles gesund? Ist es vielleicht sogar gesundheitsschädlich? Und was wird dafür getan, dass wir darüber informiert sind, was irgendwo drin ist und ob das uns überhaupt gut tut? Und dieses Thema hat mich sehr interessiert, weil ich hatte einen Patienten, der kam zu mir mehrere Wochen. Und der hat gesagt, er hat so Probleme mit juckender Haut, mit pelziger Zunge. Und der war schon sehr, sehr unglücklich. Er hat verschiedene Hautärzte durchgehabt. Und ja, wir haben am Ende herausgefunden, dass es ein Duftstoff ist, auf das er allergisch ist. Und das ist schwer zu vermeiden, weil in Kinos, in Theatern, in verschiedenen Dingen werden wir fast besprüht. Wenn du Las Vegas kennst, weißt du, dass ganze Hotels voller Düfte sind. Ja? Und deswegen war es mir jetzt mal wichtig zu gucken, wie sieht das Ganze aus? Was musst du beachten? Und was können wir tun? Ja, mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Und ich möchte dir heute ganz kurz vorstellen, warum Duftstoffe sehr, sehr schön sind, aber du trotzdem vorsichtig sein solltest. Ja, in Deutschland oder grundsätzlich haben wir ungefähr 3000 verschiedene Arten von Duftstoffen. Und die sind auch nicht alle untersucht. Und in Deutschland werden ungefähr 20.000 Tonnen an Duftstoffen jährlich verarbeitet. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Und was man aber herausgefunden hat, Nickel ist einer der größten und häufigsten Auslöser von Kontaktallergien. Das ist Nickel. Und der zweithäufigste ist aber schon verschiedene Duftstoffe. Und deswegen war mir persönlich wichtig, herauszufinden, okay, welche Duftstoffe sind denn betroffen und worauf müssen wir denn achten? Ja, also, ich habe auch einen Link zu den Duftstoffen, die du meiden solltest, mal runtergepackt. Also, wenn dich das interessiert, dann kannst du dir das einfach ausdrucken. Worauf sollten wir achten? Also, wir hatten ja den Patienten, der hatte diese Hautausschläge, aber was gibt es noch? Es gibt natürlich auch noch Ekzeme, Juckreiz. Und das Problem ist, dass ein Leben lang so eine Allergie entstehen kann. Man kann theoretisch mit 90 eine Allergie entwickeln. Da bist du nie vor gefeit. Das ist das große Problem, dass Allergien immer auftreten können, immer als neue Erkrankung auftreten können. Und da war es halt auch der Fall. Das war jahrelang nicht das Problem. Und dann auf einmal wurde es ein Problem. Und warum ist es ein Problem geworden? Weil Duftstoffe biologisch aktiv sind. Sie haben Einfluss auf unsere Hormone und sie können fruchtbarkeitsschädlich sein und können auf unsere Organe sich auswirken. Und deswegen bin ich auch glücklich und froh, dass sich Leute mit diesen Themen beschäftigen. Und man hat 2017 ein Verbot geschafft. Ein Verbot von drei Substanzen in der Kosmetikindustrie. Und das ist einmal das Lyral, das ist das Atranol und das Chloroatranol. Und das darf 2019 nicht mehr in die Regale. 2021 sollte es komplett vom Markt sein. Da bin ich mal sehr gespannt, weil da sind natürlich Interessen dabei, die das auch verhindern wollen, dass es trotzdem verwendet werden. Aber die sind extrem allergen getestet. Sehr, sehr viele reagieren darauf. Und hier wurden leider auch sehr, sehr viele Tierversuche gemacht mit. Ja, also die sind verboten worden und 26, und das ist die Liste, die ich dir schicke, wo du drauf denkst, 26 sind wirklich bedrohlich. Die sind auch, müssen auch gekennzeichnet sein. Und die müssen gekennzeichnet sein, sodass du Bescheid weißt. Aber stell dir doch einfach mal dein Shampoo vor. Stell dir doch einfach mal dein Kosmetikprodukt vor. Wenn du mal hinten auf die Zusammensetzung schaust, wenn du da drauf schaust, wie viele Stoffe sind denn da drin? Und wie viele kennst du davon?
wie viel kannst du überhaupt lesen? Ja, das ist nicht für jeden gemacht. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man sich darauf auch mal fokussiert, dass Leute sich zusammensetzen und sagen, okay, das geht und das geht nicht. Und deswegen habe ich auch die 26 mal draufgeschrieben, die drei, die sind sowieso verboten und 26, die potenziellen Probleme haben. Falls du mal Probleme hast mit irgendwelchen allergischen Symptomen und man findet es nicht raus, dann könnte es sein, dass da welche davon dabei sind. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass die Industrie eigentlich nicht 100% verpflichtet wird, alles zu deklarieren. Alles unter 0,01%, man sagt, das ist sehr, sehr wenig, aber diese Duftstoffe sind in ganz, ganz niedrigen Konzentrationen, auch noch wirksam, muss erst deklariert werden. Da muss es erst draufgeschrieben werden. Es kann also sein, dass die trotzdem drin sind. Es kann sein, dass sie drin sind, nur in sehr niedrigen Konzentrationen. Und deswegen, ja, ist es wichtig, dass du darüber Bescheid weißt und dass man im Endeffekt auch nochmal gucken kann, was für einen da wirklich wichtig ist und wo kann man 100% davon ausgehen, dass es getestet wurde. Es gibt dieses DAAP-Siegel, die schauen ganz genau drauf, dass das nicht drin ist, auch die Substanzen nicht drin sind. Und deswegen sage ich, Duftstoffe sind unglaublich gut, weil du vom Gehirn so positiv gestimmt wirst, dass es dir gut gefällt emotional. Das heißt, du kannst, wenn du etwas riechst, kannst du emotional so gefangen werden, dass du automatisch es positiv siehst. Und warum sehe ich es als gut? Weil das positive Gefühle gibt. Die Kehrseite der Medaille ist, es muss natürlich sicher sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du überlegst, 3000 Duftstoffe sind es, im Moment sind ein ganz, ganz wenige als gefährlich markiert. Da muss man nochmal genauer reinzoomen und sagen, okay, sind von den 3000 vielleicht noch ein paar davon betroffen. Aber Duftstoffe generell zu sagen, hey, das darf nicht mehr rein, das halte ich für den falschen Ansatz. Man muss genau gucken, welche sind betroffen und welche nicht, weil Duft ist ein Geruch, es ist eine Sinneswahrnehmung und wir brauchen positive Emotionen in unserem Leben. Und guter Geruch gehört für mich dazu. Und deswegen ist mir es eine Herzensangelegenheit zu gucken, welche Düfte sind unbedenklich und welche sollte man versuchen, komplett zu eliminieren. Also, falls sich das Thema Düfte noch interessiert, du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.